So, Milch. und die Erze müssen alle hier in die Hochöfen? Ja, Jo. oben. Ja, von den linken reinhauen, ich sortiere mir das dann. So, warte mal, ich kann jetzt talentmäßig kann ich jetzt mal langsam Sachen machen. So, los, Hotte, parken. Och, du Sau, du bist hier echt. So, eine Umbaubank. Okay. Was ist das alles? Platinblech, einfach Next Level Scheiß. Ah, das sind diese tragbaren Signaldinger. Ah, ja, okay. Patronenhülse. Knusprige Kartoffel. Höhlenscanner. Boah, das ist schon gut. Also das Level ist halt schon auch ziemlich geil, ne? Leben brauchen wir nicht, ne? Das machen wir so gut wie gar nicht. Oder machen wir irgendwas mit Leben gerade? Nee, ne? Bisher zumindest nicht. Hirnsturz, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Mensch, das ist aber saulieb von dir. Einen wunderhübschen guten Abend. Was ist es bei euch, was ist bei euch noch geworden? Ich war vorhin noch bei der Entscheidungsfindung der Spiele. Ich glaube, ihr seid dann in Lego reingegangen. Lego Fortnite, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wart ihr da versunken den ganzen Abend? Aber vielen lieben Dank erstmal für den lieben, lieben Raid. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die mitgeraidet sind. Herzlich willkommen hier in Icarus. Es war Lego. Hast du bis jetzt Vollgas gegeben? Versunken, genauso wie wir hier. Es ist ja wunderschön. Es ist ja wunderschön. Ah ja, wir bauen hier quasi im Prinzip auch weniger, weniger Lego-lastig, aber immerhin mehr auch überlebenslastig bei uns gerade. Ja, wir sind hier mitten auf Icarus voll und ganz im Wundersamen gestrandet. Ja, sind gerade von der Expedition heimgekehrt. Wir waren hier unten gerade und haben eine Mission angenommen. Wir sollen so ein bisschen Extraktion aus dem Eis machen. Aber ich sag dir eins, es dauert. Es dauert noch so unglaublich lang. Aber ich bin mir ziemlich sicher, bei Hirnsturz wart ihr alle sehr, sehr gut und außergewöhnlich unterhalten. Und ich nehme an, Hirnsturz, du wirst dich jetzt gleich und ganz und gar gen Feierabend verabschieden. Vermute ich jetzt einfach mal, wenn ich so auf die Uhr schiele. Ich glaube, du hast dasselbe Problem, was ich eigentlich für gewöhnlich habe. Nämlich, dass der Wecker morgen doch irgendwie unerbittlich klingelt. Das ist zumindest meistens so. So, ich packe hier nochmal ein paar Sachen rein. Ja, wie gesagt, wir sind hier gerade auf Prometheus. Das ist die härteste Umgebung auf Icarus. Zumindest sagt das Spiel das. Und wir sind da gerade frisch reingegangen. Also mehr oder weniger frisch in Level 20, bist du eigentlich da jetzt erst so im Optimal-Level-Bereich. Es ist sehr, 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 sehr wild. So. Was macht der Höhlenscanner eigentlich? Linus, du kennst das Ding, ne? Ich habe den noch nie benutzt, dadurch, dass ich immer, wenn ich Solo spiele, die Karte mit nebenbei aufmache und dadurch immer weiß, wo alle Höhlen sind. Ah, okay. Okay.
Den war mit der externen Karte einfach verschmissen, weil ich den Höhenscanner noch nie benutzt. Verstehe, okay. Mhm. So, okay. Brauchen wir von den Pillen irgendwie was? Gegengiftpille, Antibiotika, Blutverdünnung, antiparasitär? Oh, jetzt kommt Wetter. Prasselnder Hagel. Okay. Aber ich denke mal, von den Pillen brauchen wir sonst nichts weiter, ne? Na, oder? Nee, ne? Ich glaube nicht. Mehl wäre ganz gut. Haben wir irgendwo noch Mehl? Holla 2910 Mörser schenkt einen Sub an Hirnsturz. Doch für jeden Mörser 5 Bier jetzt im On-Lit-Schüler. Holla, ganz lieben Dank für den verschenkten an Hirnsturz. Dankeschön. Raphael, brauchtest du nicht Weizen im Küchentisch, Linitz? Das war doch sowas. Bier habe ich schon gebraut. Achso. Genau. Ja, genau. Und das Mehl ist jetzt quasi für den Brotteig dann entscheidend. Aber da brauchen wir wahrscheinlich Wasser dazu, ja. Kannst die Wasserflasche einfach rein, das zählt. Warte. Ja, jetzt geht's. Die darf nur nicht im Anzug stecken. Genau, du musst die ins Dings reinlegen, also ins Lager. Jetzt. Ja, legen wir sich wieder hin. Ist schon wieder soweit. Ja, ist schon wieder 8:30. Zeit rennt so, ey. Ja, dann auf ins Bettchen. Bip. So, Feuerchen ist geschürt. Warte kurz, ich setze mich hin und schaue zu, wie Zappes ins Bett geht. Ist gar nicht seltsam einfach. Es ist überhaupt nicht seltsam. Niemals. Okay. Mein Zapp ist schon ein Raum, wo man eine Tür zu machen kann. Ja, ja. Wobei ich kann auch einfach die Wand aushängen, ne? Ich hab nicht mal eine Wand, die man aushängen kann. Ja, das ist nach wie vor ein Problem. Es sind unaussprechliche Dinge passiert beim Bau, ja. Ich finde es ja cool, dass wirklich Lenz keine Wand hat, aber Code Blue, der noch nicht mal da ist, hat ein fertiges Zimmer. Ja, der glaub, das Zimmer ist leer, oder? Da ist nichts drin, nee. Ja, das Zimmer ist leer, nur die Wand steht bei ihm. Ja. Wir haben noch einige Innenausbauprobleme, würde ich mal einfach so anmerken, ja? Ist noch nicht perfekt. So. Ich finde es auch merkwürdig, dass Zwerg du einen Schrank statt einer Wand hat zu Plus Zimmer. Ja, ich hab da einen Schrank vorgestellt. Was willst du machen? Oh, Leute. Es gibt im Übrigen demnächst Kaffee. Sehr schön. Knusprige Kartoffel ist auch to go für Parzibert. Hatte einer von euch nicht Kartoffelsamen? Ja. Hab ich in den Schrank geschmissen, ja. In den Schrank mit den ganzen Samen? Da, wo alles durcheinander gekramt ist. Ja, alles klar. Das ist wunderschön. Das ist mein Samenschrank. Dann werde ich doch gleich mal. Warte kurz, warte. Samenbank. Die Samenbank, Moment, da darf ich dann auch mal ganz kurz meine Samen hier reinpacken. So. Ich finde nicht, dass ihr euch darüber lustig machen solltet. Wieso denn? Das macht sich doch niemand darüber lustig. Ja, lacht schon wieder. Das ist eine stimmt überhaupt gar nicht. Doch. Also ich weiß gar nicht, was du sagst da. Das ist, ich hab die Kartoffeln auf jeden Fall rein. Ach ja. So. Minias, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes. Lass dir gut gehen. Mal ein bisschen aus. So ein kleines Lager aufbauen, und vielen lieben Dank nochmal. Sau lieb von dir. Mitnehmen, kurz aufstellen, danach wieder abreißen und mit nach Hause nehmen. Genau. Betonmischer, Hochofen und Schmiede könnten wir einfach abreißen, hinbringen, einmal kurz aufbauen und wieder mit nach Hause nehmen. Oder ich produziere alles jetzt noch ein zweites Mal.
Sagen wir es mal so, wenn wir es tatsächlich jetzt nochmal machen, dann würde das ja wiederum bedeuten, dass wenn wir da fertig sind, wir es mitnehmen könnten und hier eins mehr davon hätten. Genau. Könnten wir das brauchen. Betonmischer, wenn Zwerg unbedingt das ganze Haus aus Beton bauen möchte, dann vermutlich ja. Sicher das. Die Schmiede werden wir kein zweites Mal brauchen und ja. Hochöfen hätten wir halt 3 statt 2. Also das wäre okay. Ja, dann klingt so, als wäre es gar nicht mal so blöd, wenn man das jetzt einfach nochmal macht, oder? Okay. Ja. Lehne zu ganz vorsichtig gerade. Ja, ich frage ja nur lieber vorher. Großen ja, ja. Anbauflächen. Na, Zappes müsste die eigentlich gelernt haben, bestimmt, oder? In T3 in Anbaufläche aus Eisen? Habe ich noch nicht gemacht, kann ich aber gleich mal machen. Nachdem aber ich hier die kleinen nicht, Anbauflächen den, gesetzt habe. Ich weiß nicht, ob die einen festen Wasseranschluss brauchen schon oder ob das auch so ist, dass man sie damit nur verbessern kann. Oh! Oh! Es wird ja wunderschön! Es ist auch tatsächlich so, dass wir momentan auf unseren kleinen Anbauflächen eigentlich schon deutlich mehr produzieren, als wir brauchen. Also du hast keine Ahnung, was da jetzt gleich kommt. Ich mach gerade mal 14 Gebäck für euch, ja? Schön. Mhm. Es ist ein phänomenales Stück Mürb-Gebäckteig. Ich nehme ansonsten auch gerne noch ein Tiramisu. Warte kurz. Was kann ich damit anstellen? Bis später braucht man Gebäck, um die Essen weiterzumachen entsprechend. Ob es jetzt am Anfang auch schon geht, weiß ich nicht. Kannst mit Gebäck tatsächlich nichts anfangen. Das ist wahrscheinlich erst die 4 Essen, wo es dann weitergeht. Ja, du kannst nur Gebäck vorbereiten, aber du kannst nichts damit weiter anfangen. Im rechten Mäuser kann man auch wieder Epoxid anmachen. Oh, geil. Ja, kostenlose EP mitnehmen. Ja. Im linken geht nichts? Doch auch. Ich glaube nicht viel. Oder hat einer noch gefrorenes Erz gefunden? Ja, okay, also mit Gepäck, das ist eine gute Sache, aber geht so. In der Nutzbarkeit gerade. So, dann kümmere ich mich mal ganz kurz um die Thermoskannengeschichte. Heißer Kaffee, 2 Stück. Sind in Arbeit. So. Moment. Gut. Ja, ich würde sagen, das ist doch eigentlich eine ziemlich erfolgreiche Nummer. Hm? Aber irgendwie hat sich der... Warte mal kurz, ich mach das mal leer. Das klappt hier gerade nicht. Da ist uns fast den ganzen Wald abgebrannt. Ja? Rechts raus, ja. Ne? Ja. Richtung Westen. Ja. Da ist der Blitz eingeschlagen vor 3-4 üblen Gewittern. Ich gehe in diese Richtung selten raus, aber ich würde das einmal... Ja, ich gehe da auch nie raus irgendwie. Ja, ich gehe da häufiger raus, insbesondere auch beispielsweise, um Holz zu schlagen und bin dann jedes Mal traurig, dass die Bäume nur Holzkohle sind. Und die braucht ja keiner. Mhm. Ich mache halt ein bisschen Schießpulver da draußen, damit wir auch irgendwas mit der Holzkohle mal anfangen. Markus! Also Markus wenn du mehr davon unterstrich brauchst, der unterstrich Fan ist der geilste und haut 65 Bits raus. Ich würde gern ein neues Abo-Ziel auf dem Küchentisch finden. So auf dem Küchentisch? Ja, okay, Markus. Dann hau mal raus. Was ist das Abo-Ziel? Was wünschst du dir? Was hättest du gerne? Was ist dein Plan? Ich werde dem natürlich sofort Folge leisten. Schauen wir mal. Zwickt halt so gemein. Irgendwo noch Stein rumliegen. Hinterm Haus liegt noch was und im Haus. Ja, schon. Mal gerne 55. Vollende Tundra. Falsche Tastatur. So. So, dann sind die Gebäude nämlich fertig nach der T3-Bank. Den Lagerwolf.
Ja. Ich nehme an, es hat sonst keiner von euch noch Pilzsamen. Nein. Nope. Schade. Tut mir leid. Hast du vielleicht zu wenig oder was? Ich habe nur einmal Pilzsamen und ich hatte mir gedacht, dass es vielleicht ganz geil wäre, von denen ein paar mehr anzupflanzen. Ja, im Schrank habe ich aber auch welche reingelegt. Ah, die hole ich mir dann gleich noch. Cool. Pazzi, das nennt sich Schimmel. Entschuldigung, der war unfassbar schlecht. Ja, ich gebe der zu. Der war wirklich mies. Also, es tut mir leid, Pazzi. Ja. Ich bin der Weise, sind wir ein bisschen Besseres von dir gewohnt, aber der war gar nichts. Wer ist denn Besseres von mir gewohnt? Das wäre jetzt das auch meine Frage auch gewesen. Also, das ist ja wohl die Höhe. Ich wollte höflich sein. Aha. Hat nicht geklappt. So. Ich müsste Jahresvorsätze für Jahr 2024 ein bisschen lieber zu Zwerg sein. Was? Also, Pazzi, ich bin... Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Kommst du mit ihm nicht? Nein. Ich glaube, ich muss noch mal ein Glas drauf trinken. Apropos Glas trinken, lieber Zappes. Ja. Um den Bogen jetzt mit dem Glas wieder zu kriegen. Es ist Kaffeesamen noch da. Ja. Und es gibt einmal heißen Kaffee in der Bank. Da kann wer auch immer mag. Es gibt zwei Stück. Ja, ich bin ja bald ins Bett, also deswegen hole ich mir jetzt ja keinen Kaffee mehr. Ach so, ist schon soweit, ja? Ja, ist ja schon spät, ne? Weißt ja, wie es ist. Ist sehr spät, ja, tatsächlich. So, was läuft denn da gerade? Schießpulver. Ich habe jetzt auch mal Tee angepflanzt. Ich dachte mir, vielleicht ist das ganz nice. Finde ich sehr vernünftig. Noch ein bisschen mehr Kartoffel. Hefe habe ich noch eine angesetzt. Geil, Stahlgitterfenster, ich will die unbedingt. Da baue ich extra für Code Blue, baue ich dann alle Wände aus mit so einem Fenster, dann machen wir überall Gitter dran. Ich finde, das ist sehr vernünftig und auch äußerst nachvollziehbar. Ich muss mir mal anschauen, was Lenitz da oben eigentlich macht. Das ist nämlich richtig cool, ne? Betonsachen kann er da schon machen und so. Oh, geil. Betonwand. Schwere Falltüren. Geil. Was ist auch immer das hier für ein Gerät ist? Eine Werkbank für Glasarbeiten. Ja, okay, das ergibt sich dann. Ich kann irgendwie gar nichts mit den Dingern anfangen. Ich kann mir die anschauen und das war's. Was war das? Die T3-Punkte. Mhm. Schauen wir mal. Wo wird der Zwerg, wo stellst du denn den Kaffee hin? Her? Sprich, wo sollte ich Kaffeebohnen hin tun? In dem Bollerofen. In dem Bollerofen. Bollerofen, ja. Brauche ich wahrscheinlich dann nur ein paar Thermoskannen dafür, ne? Kaffee. Ach, cool. Sag mal, wir können doch bestimmt irgendwo hier noch ein paar andere coole Sachen bauen. Und zwar gibt es hier keine Lampen? Wirklich nicht? Ich wäre ein großer Freund von Lampen, sagen wir es mal so. Anbaufläche aus Eisen gibt es auch noch. Ey. Oh, da ist schon wieder gerespawnt. Biotreibstoffextraktor. Biotreibstoffradar. Die Sachen. Endlich Fenster mit Glas, ja. Rinderpackgeschirr. Plus 300 Kilogramm Gewichtskapazität. 16 Plätze für normale Fracht. Nicht reitbar. 2 Plätze für schwere Fracht. Okay. Textilbank.
Kleidungsset für Glasgebäude. Schweres Glasfenster. Okay. Ja. Die sollten wir aber erst bauen, wenn wir einen Wasseranschluss dran haben, weil dann sind die alle verstärkt, die Glassachen. Mhm. Haben wir noch irgendwo Leder rumliegen? Ich würde euch nämlich gerne die nächstbesseren Rüstungen machen, aber die brauchen jetzt Leder. Schau mal in die Steinmetzwerkbank unten. Das müsste da drin sein. Ah, da ist jede Menge Leder drin. Ah, oh, jede Menge. Gut, damit sollte es sogar reichen. Ich suche halt immer noch verzweifelt nach irgendwas, was da ging doch mal elektrisches Licht. Hier rundstrahlende Arbeitsleuchte. Einfache Deckenlampe, okay, also ab Level 30 dann. Okay. Sprinkler. Ja. Ah, und da ist auch die Wasserpumpe, okay. Da gibt's eine Hydrokultur-Anbaufläche. Sachen gibt's. Mega gut einfach. Elektrischer Kompost. Mhm. Also, diese Fur-Armor, die es da gibt, ne? Mhm. Die ist ein zweischneidiges Schwert. Ja? Ja. Die macht zwar eine gute Cold Resistance, aber die Physical Resistance ist kleiner als bei der Leder-Armor. Und sie hat minus 10 Heat Resistance, sprich im Sommer schwitzt er natürlich damit. Ja. Ja, gut, aber ist das bei uns jetzt gerade so ein. Also, Schwitzen ist jetzt eher nicht so das Problem, oder? Der Punkt ist nur, die ist wirklich nur gut, wenn man damit in das Kaltgebiet will. Ansonsten ist die schlechter als die Lederarmer. Mhm. Ja, gut, aber ja. Ich kann mich trotzdem mal. Also, ich mache mich trotzdem mal dran und mache die mal, weil für diese längeren. Ausflüge scheint mir das sinnvoll. Ja. Ich schaue gerade noch, ob es hier noch irgendwas gibt, was ich noch gar nicht gesehen habe. Vier Punkte habe ich noch. Und Beton hast du aber jetzt schon gelernt, oder? Schon Betonmischer ist ja Pflicht, da musst du durch. Ja, muss ich durch. Dann mache ich den mal mit Stein voll, dann kannst du oben einmal Beton oder Kanne anmachen. Okay. Das bringt auch mal ganz gut EP und werden wir eh in Masse brauchen. Boah, so ein Gesundheitstonikum wäre halt für so Expeditionen auch gut, ne? Und wir können Zappes ärgern, indem ich jetzt sage, Stein ist alle. Hast du das hinterm Haus auch schon alles weggeknuspert? Das hinterm Haus habe ich gerade genommen. Gucken, ob im Haus noch irgendwas ist, aber ich glaube, vorm Haus ist auch noch was. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Holzwagen. Buffalo, okay. Plus 1000 Kilogramm Gewichtskapazität. Minus 40 Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 60 Plätze für normale Fracht. Was schon wild. So, dann Zwerg einmal Betonmischer gleich anmachen. Ja. Ja, Stein ist alle, wir haben keinen Stein mehr. Betonmischung herstellen? Mhm. Einfach so viel wie geht, zweimal wahrscheinlich. Ne, einmal. Ich vermute mal, es liegt am Siliziumoxid. Achso. Haben wir da noch was? Schön. Ist da hier noch was drin? Nee, das ist nichts mehr. Ne? Ist voll. Hab immer voll gemacht. Ah ja. Können wir noch mal durchherstellen, ja. Das war's aber jetzt. Kann ich hier noch irgendwas machen hier oben? Nee, ne?
hier oben nicht. Hier kann ich auch nichts herstellen, da brauchen wir Erze für. Du hast den Küchentisch unten gebaut, ne? Genau. Den Biospritofen haben wir noch nicht genug Stahl gehabt bisher. Okay. Aber könnten wir theoretisch. Könnte ich bauen. Ich glaube, ich habe gerade so Stahl hergestellt, ja. Weil fehlt tatsächlich für den Biospritofen nur noch veredeltes Holz und Stahl. Veredeltes Holz müsste unten sein. Das war hier oben auch alles. Achso, ja, ja gut, ich kann es von unten noch. Aber noch mehr Stahl. Oh, der ist teuer. Und kannst du den selber bauen? Ja, oder? Ja. Dann lege ich dir Stahl rein. Danke dir. Also in der Textilwerkbank hat es für jeden ein komplettes Set Fur Armor. Oh. Das sehr das gut. Sind wir freuen uns. Auf jeden Fall mal warm. So. Biospritofen. Der kann aber, glaube ich, nur direkt an den Tischen. Ja, genau. Muss rangeschraubt sein, genau. Ja. Okay. Mal gucken, ob du den Küchentisch nochmal woanders hinstellst. Das war ja nur pro forma erstmal, ja, dass er steht. Das können wir dann wieder abbauen bei Zeiten, ja. Jetzt schauen wir mal, hier gibt's heißer Kakao. Mm. Ginstertee, heißer Tee. Tomatensüppchen vielleicht sogar. Oh, da können wir mit Gebäck und solchen Sachen können wir da richtig was machen, ey. Das wird für Parzibert wird es schon ganz fein. Wow. Okay. Ja, kann man auch demnächst mal ein Curry reinzimmern. Finde ich eigentlich gar nicht so unattraktiv, ehrlicherweise. Bei Zeiten. Können wir vor allem die alte Küchenstation eigentlich hier komplett wegmachen, ne? Ja, kannst du einmal komplett umbauen alles. So ein bisschen mehr Platz und hinten kann man ja auch mal das Haus ein bisschen nutzen dann. Ja, aber hier vorne ist das eher alles so gestopft irgendwie. Genau. Lenis, kannst du mir für hinten mal ein paar Kühlschränke noch extra für die Kochstation zusammenwursteln? Mhm. Vielleicht nur gucken, was ich brauche, aber kann ich gleich machen. Ja, easy. Obstmuffin, Gemüserolle. Sag ja, Pazzi, das ist für dich ein kulinarisches Fest werden. Oh ja, Shepherd's Roll, auf das hätte ich auch Bock. Süßkartoffel, Fleisch und Karotten. Ich hab die doch Buffs, die Buffs sind ja mal mega gut. Ja, ja, ich sag ja, das ist Träumchen. Fischpastete. Salzwasserfisch, aber ich habe bis dato kein Salzwasser gefunden, also keine Ahnung, wo Salzwasser ist. Es macht nichts, Pazzi. Da macht dir da keinen Kopf, das ist nicht schlimm. Das ist, gebratene Stücke Gemüse. Gegrillte Süßkartoffel. Haben wir noch Seile irgendwo rumliegen? In der Textilwerkbank sind gerade welche angefertigt worden. Ja gut. Wahrscheinlich gleich alle weg. Ja. Jetzt kann ich auch hier direkt Ach Gott, ich kann jetzt direkt aus dem Haus draußen den Mais ernten. Und die Beeren. Einfach durchs Fenster pflücken. Durchs Fenster wegpflücken, weißt du? Das ist, das ist halt einfach. Das ist halt einfach anders, ne? Das ist Next Level, was wir hier machen. Ich ernte gerade unsere ersten Kartoffeln. Wunderschön. Ne? Das ist, die können alle in die Kochstation dann rein, ne? Also das ist kein Problem dann auch. Oder halt erstmal im Kühlschrank, dass sie nicht vergammeln, ne? Oder erstmal im Kühlschrank, genau. Wolfi, was? Warum habe ich hier einen Snowwolf? Wir sind hier doch gar nicht im Snowbiom. Aber ziemlich nah dran. Nebenan, ja. Drüben? So, muss ich das jetzt nochmal einstellen. So, maxen und dann let's go. Ja, jetzt. Oh, der kocht schön mit Platte. Wir haben kein Leder für Kühlschränke. Ja, Leder ist leider ein bisschen schwierig, fürchte ich. Ich habe Leder gerade gebracht. In der Häutungsstation ist Leder. Okay. Gar nicht mal so wenig sogar. Ja, weil ich gerade ein paar Viecher gekillt habe.
Oh, Brot, meine Lieben. Jetzt gibt's mal richtig Schmacko, ne? Hier, guck mal. Kürbisbrot. Geil. Was gibt's hier unten noch? Kartoffelbrot. Ja, Wollingen. Das ist auch was Geiles, ne? So ein Kartoffelbrot. Im Spiel bekommst du ja permanent Hunger, wenn du das alles liest. Ja, furchtbar, ne? Ich denke mir auch die ganze Zeit, oh, das schmeckt, das könnte auch schmecken, das könnte schmecken. Wann gibt's Pizza, Zwerg? Boah, ich sag's dir, ich habe auch ein bisschen Hunger gerade, ne? Aber wir wissen, der mickrige Kühlschrank, da ist schon wieder leer. Wie soll ich denn da das ganze Zeug unterbringen, das ich habe? Das geht doch gar nicht. Was können wir denn eigentlich noch alles machen? Pommes! Hier. Gibt's die guten Zwergpommes, ey? Ey, werden dir mehr Sachen angezeigt als mir? Ja, weil du die Kochstation nicht erforscht hast und sowas, ne? Ja. Tee kommt auch in den Kanonenofen, nehme ich an? Jein, in den Biospritofen, der da so schön leuchtet. Der hier. Der da. Wenn das, ansonsten, wenn du es nicht reinkriegst in den. Ne, geht schon. In den. Alles kein Dings. Problem. Da möchtest du auch Kartoffeln haben, richtig? Ja. Muss jetzt einen langsam mal heißen Kaffee rauspacken. Nimm da mal ein Kürbisbrot mit, wenn du gerade da bist. Ja? Ein Kürbisbrot? Oh, das esse ich gleich, weil ich habe nämlich Hunger. Na, siehst du schon. Das war aber gut, Zwerg. Ach, ich weiß. Ich mach das immer so gerne mit Liebe, weißt du? Kann ich irgendwie die Thermoskannen in den Kühlschrank tun? Nein. Okay. Sagen wir so, es hätte. Ist, ja. Oh, angebratener Pilz und so. Let's go. Ja, da kommen ein paar richtige Schmackers kommen da jetzt raus. Das will ich doch mal hoffen. Aber es geht nicht mehr. Wir sind am Limit. Wenn die Warteschlange in der Werkbank durch ist, sind da 7 Kühlschränke drin. Geil. Ein Pommes-Schrank wünscht sich der Chat. Den wünsche ich mir ehrlich gesagt auch. Manchmal wäre das schon schön, ne? Also. Wo ist denn eigentlich mein Gepäck hin? Da, ne? Ja. Wir können nämlich jetzt dann demnächst Obstkuchen herstellen und sowas. Geil. Haben wir noch rohes Fleisch bestimmt irgendwo, ne? Häutungsbank vielleicht? Nee, ich hab schon. Das war ein Kühlschranklachs drin. Gibt's nämlich schön Fleischpastete. Gibt's jetzt hier richtig schöne kleine Fleischpastete. Weißt du? Kann man machen. So, das muss raus. Samencracker, der braucht kein Mensch. Ey, Zockerweibchen, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Hi. So. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen outsourcen aus dem Ganzen, weil ich habe ohne Ende Kram dabei. Wir haben so unglaublich viel Stuff noch. Nein, die Grillkarotte will ich nicht. Das können wir noch backen. So. So, sagt er. Oh, Parzibat kommt mit einer kaputten Ziege schön. Ja, also für meinen Chat gibt es jetzt die Mitteilung, dass der Stream für ihn vorbei ist. Das ist schon ein bisschen traurig, wenn du das so sagst. Bissing. Mhm. Aber bei euch bleibe ich ja noch ein Weilchen. Nicht mehr so richtig lang. Ja. Wir müssen ja auch mal irgendwann, ne? Also irgendwann ist ja für alle soweit. Es ist sehr schön auf dem Dach des Stalls. Mhm. Diese gesamte Seite vom Haus sieht schön
originell aus, gefällt mir. Vorne, von vorne drauf, meinst du? Von den Seiten her hat es noch so ein bisschen was von einem schottischen Schafstall aus dem Mittelalter. Ja. Ist noch nicht ganz so prickelnd, da geht noch was. Irgendwie so Balkone oder so wären schön. Ja, nach vorne raus, habe ich mir auch schon überlegt, ne, dass man da so oben... Weißt du, so auf dem zweiten Stock so einen Balkon, der auf drei Seiten rumgeht, nur nicht auf der Seite, wo der Stall ist. Ja, auch schön, auch schön. Aber wenn du hier vorne stehst, also von hier vorne gesehen, ist es natürlich nicht ganz symmetrisch. Das macht die Sache jetzt weniger hübsch. Aber das ging halt nicht anders. Ja, okay. Ja. Ja, genau. Das ist jetzt nicht so gut. Also es ist nicht ganz schlimm, weil das ist ja, betrifft nur diese Steinplatten hier an der Seite. Ja. Oder es, ja, das, aber ich verstehe deinen Schmerz. Ja, das ist das nicht ganz optimal. Das braucht eine gerade Anzahl, ja. Ja. Ja, also das hier ist nicht wirklich dafür geeignet, was ein Ding breit ist, reinzustellen. Ja, genau. Contact Device ist da. Ursprünglich war das ja mehr oder weniger hier vorne so ein Außenbalkon, ganz am Anfang. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warte mal, hier kann man doch voll geil runterbauen und hier einfach mal einen insanen Stall reinbauen. Ich meine, man könnte natürlich dieses Orbital Exchange Interface neben das Device stellen, ja, dann wären wenigstens alle gemauerten Sachen symmetrisch, aber eigentlich geht so, finde ich. Es ist nicht schlimm, man sieht das nur auf den zweiten Blick. Zockerweibchen, nochmal vielen lieben Dank für dein Follow und Hallöchen, grüß dich, hi. Ich habe mir gerade gedacht, ich irritiere den Lenitz, indem ich ein bisschen aus dem Fenster reinschraube. Ja, Icarus hat sich unglaublich viel getan, tatsächlich. War ich auch komplett überrascht. Wir waren damals zum Release Und ich da. Sehe schon, und ich weiß, was ich nächstes Mal machen muss. Steine klopfen. Wirklich. Ja, Steine wären mal wieder extremst angenehm. Aber wir müssen unbedingt wir brauchen demnächst auch mal große Mengen Beton, fürchte ich. Das sind ein Stein. Lass mich raten, mit großen Mengen Beton kommen große Mengen Stein? Weiß ich nicht. Naja, das größere Problem wird Stahl sein. Mhm. Weil die Betongebäude brauchen alle Stahl. Ich hab mal ein bisschen dein Kühlschranklager erweitert, Zwerg. Ah, okay, das ist ja sehr angenehm. Dankeschön. Brauchst du irgendwie sowas wie Dings Armierungsstahl oder sowas? Genau, das ist das Problem dann, ja. Brauchst für Armierungsstahl brauchen wir Stahl und Stahl ist aus. Das ist eher so Mangel, ja. Verstehe. Ja, gut. Es ist sehr viel Zeug, was wir hier machen können. Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle heute Feierabend, oder? Was meint ihr? Ja, klingt fair. Es ist schon extrem lang heute, aber so für den Moment. Ja, aber es ist gut gelaufen heute. Ja, wir haben landwirtschaftliche Anbaufläche gewonnen, wir haben alles Mögliche. Lenitz hat keine Wand im Zimmer, okay, ja, irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Lenitz hat ja auch seit drei Streams schon keine Wand im Zimmer, also von daher, das ist nicht so wild, ja. Das ist einfach die Strafe dafür, dass der so schnell levelt. Ja, irgendwas muss ja kompensieren dann auch, ne? Ja. Da kann sich ja nicht jemand selber bauen. Ja. Ich glaube, ehrlicherweise kann ich nicht. Also, deswegen ist die so lange offen. Ja.